Die friedliche Revolution vor 25 Jahren, damit verbunden der Fall der Berliner Mauer. Eine wunderbare Zäsur in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die CDU würdigt dieses historische Ereignis von 1989, das Deutschland für immer veränderte, mit einer feierlichen Veranstaltung im Konrad-Adenauer-Haus. Wenn ich in diesen Tagen an diese spannenden Wochen damals zurückdenke, dann erinnere ich mich auch an einen Besuch von mir in Polen zu einer wissenschaftlichen Tagung. Das war nicht am 9. November, sondern das war am 13. November, also wenige Tage nach dem Mauerfall, dass ich den Mauerfall erst am Fernseher, dann in der Sauna und anschließend am Übergang Bornholmer Straße verlebt habe, ist weithin bekannt. Also am Montag nach dem Mauerfall fuhr ich nach Polen und meine polnischen Kollegen, die sahen mich relativ staunend an und sagten, ist ja toll, dass du gekommen bist. Ein bisschen schwang damit, typisch deutsch. Wenn bei uns sowas los wäre, ich wäre da gar nicht weggefahren aus Polen, aber ich habe es jedenfalls ein bisschen so verstanden. Und dann sagten sie ganz ruhig, wenn wir das nächste Mal bei euch in Berlin sind, dann ist die deutsche Einheit da. Und da muss ich ehrlich sagen, ging am 13. November meine Fantasie noch nicht so weit. Aber wie so oft in der Geschichte hatten die polnischen Freunde sehr klar erfasst, wie die Dinge standen. Und der Fall der Mauer war eben nicht etwa nur ein wenig mehr Reiseerleichterung, sondern es war der Sieg der Freiheit in ganz Deutschland. Aber nicht nur die Parteivorsitzende Angela Merkel hat an die Zeit des geteilten Deutschlands und das Jahr 1989 ihre ganz persönlichen Erinnerungen. Im Rahmen des Berliner Gesprächs standen Zeitzeugen wie die DDR-Bürgerrechtlerin Freya Klier, der Schriftsteller des Erfolgsromans Sonnenallee Thomas Brussing und Geschichtsprofessor Wolfram Püter, dem Moderator Jörg Thaddäus, Rede und Antwort. Man kann von der DDR meinetwegen alles vergessen, aber nicht, bitte nicht, wie sie zu Ende gegangen ist. Also das ist sowas Schönes, sowas so zusammenbrechen zu sehen, so gewaltlos und so, dass das Gute siegt, dass sich Träumen lohnt, ja, und dass sowas so überraschend passiert, da ist so viel Schönheit und so viel Bewahrenswertes drin und das kann man immer wieder neu erzählen. Gehen wir mal nochmal auf dieses Erinnern. In Ihrem Fall, Frau Klier, kann ich mir vorstellen, ist das Erinnern auch durchaus eine Bürde? Jedes Jahrzehnt der DDR hat wirklich eine eigene Temperatur gehabt. Und die 50er Jahre, die wirklich extrem brutal waren, hatten eine noch offene Grenze. Das heißt, nach dem 17. Juni sind Massen von Menschen, sie konnten raus. Die 60er und 70er Jahre, da wo die Menschen eingeschlossen sind und wo diese Ideologie, Aufbau des neuen sozialistischen Menschen mit aller Härte und Brutalität von klein auf wirklich den Menschen übergeholfen wurde, das sind die schlimmsten Jahrzehnte gewesen, wobei die 70er Jahre, und das habe ich auch oft beschrieben, einfach wirklich sowas, die sind einfach, die Gesichter sind auch versteinert. Währenddessen in 80er Jahren, also wo Thomas wieder sozialisiert ist, ist das System so am Ende, und das wussten wir als Regiestudenten 1978, weil unser Philosophiedozent nannte der sich, der war natürlich auch vom KGB, war aber ganz nett und kam aus Moskau und erzählte uns paar Studenten, dass unser System am Ende ist und dass jetzt ein Kampf geht, entweder wir schaffen eine neue Innovation oder dass unser System ist am Ende und es wird einen neuen Krieg geben. So, da hat man anders hingeguckt und hat auch die 80er Jahre anders gesehen, die in der Tat die mildesten waren, weil sie dann einfach erschöpft waren. Gelebte Erinnerung und der Blick ins Hier und Jetzt. Im Ausland bewundert man die Deutschen in gewisser Weise auch deswegen, weil sie nicht im Rausch auch die Wiedervereinigung zelebriert haben. Sie freuen sich über das Geschenk, sie feiern es, sie kommemorieren es, aber sie gehen gelassen damit um. Und diese gelassene Art der Erinnerung, was auch bedeutet, dass man die Schrecken der eigenen Vergangenheit nicht ausblendet, sondern sie integriert in dieses Musternarrativ. Ich glaube, das ist etwas, was nur wenige Nationen zu bieten haben. Mit der abschließenden Diskussionsrunde, in der auch die rund 400 Teilnehmer zu Wort kamen, und der Filmvorführung des Dokudramas Zug in die Freiheit, fand der Abend des Erinnerns einen würdevollen Abschluss.